herrlicher Kaiser auf euch und auf die gesamte Jugend unseres Landes rechnen kann. Es sind vielleicht einige unter euch, die sich fragen, ja, warum geht doch nicht mit gutem Beispiel voran? Glaubt mir, meine lieben Schüler, wenn ich nicht so alt wäre, noch heute würde ich mit unseren Feldgrauen hinausziehen, um unser geliebtes Vaterland zu verteidigen. Denn das, meine lieben Schüler, das fordert die Pflicht von uns, zuschlagen mit all unserer Macht. Und dazu muss jeder sein Teil beitragen, damit wir siegen, bevor das Jahr zu Ende geht. Ich versichere euch, ihr habt eine große Verpflichtung. Von euch jungen Leuten hängt das Leben des Vaterlandes ab. Ihr seid die eiserne Jugend Deutschlands. Ihr seid die jungen Helden, die den Feind zurückschlagen werden, wenn euch die Pflicht ruft. Ich kann natürlich nicht von euch erwarten, dass jetzt gleich einer vortritt, um freiwillig sein Land zu verteidigen. Aber vielleicht hat der eine oder andere von euch schon daran gedacht. Ich habe von einer Schule gehört, wo die ganze Klasse geschlossen aufgestanden ist, um sich freiwillig zu melden. Und ihr würdet meinen berechtigten Stolz verstehen, wenn das in meiner Klasse auch geschehen würde. Vielleicht werden manche von euch einwenden, dass ihr noch viel zu jung dazu seid. Vielleicht denken viele von euch an ihr Zuhause, an ihre Mütter, die euch nicht fortlassen wollen. Sind eure Väter so pflichtvergessen, dass sie ihr Vaterland lieber opfern würden als euch? Und sind eure Mütter so schwach, dass sie ihre Söhne nicht hinausschicken wollen, um das Land zu verteidigen, in dem sie geboren wurden? Und ist denn schließlich etwas Schlimmes dabei, wenn junge Leute ein wenig Erfahrungen sammeln? Denkt doch nur an die Ehre, die es bedeutet, des Kaisers Rock tragen zu dürfen. Und ist es nicht schön, wenn ein junger, stolzer Krieger von den Töchtern des Landes bewundert wird? Ich weiß, dass ihr nicht danach strebt, als Helden verehrt zu werden. Das habe ich euch auch nie gelehrt. Wir müssen stets danach trachten, uns zu bewähren, ohne nach dem Beifall zu schielen. Aber auf dem Schlachtfeld, in der vordersten Reihe zu kämpfen, das ist die wahre Mannestugend. Bestimmt wird der Krieg bald vorbei sein. Und ich glaube, ohne viel Verluste. Und wenn wirklich gewisse Verluste eintreten sollten, dann lasst uns des lateinischen Spruches gedenken, den wohl so mancher römische Krieger auf den Lippen trug, wenn er in fernem Lande auf dem Schlachtfelde stand. Dulce et decorum est pro patria mori. Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben. Einige von euch haben vielleicht schon ein bestimmtes Ziel vor Augen. Ich kenne einen jungen Mann, der alle Anlagen zu einem Dichter besitzt. Er hat bereits den ersten Akt einer Tragödie geschrieben, die einem unserer großen Meister Ehre gemacht hätte. Ich glaube, er träumt davon, einmal in die Fußstapfen von Goethe und Schiller zu treten. Und ich hoffe, dass ihm das gelingt. Aber jetzt ruft euch unser Land. Das Vaterland braucht seine Söhne. Alle persönlichen Wünsche haben jetzt keine Bedeutung mehr für euch. Ihr müsst sie opfern auf dem Altar des Vaterlandes. Man kann sein Leben nicht ruhmreicher beginnen. Das Feld der Ehre ruft alle. Warum seid ihr noch hier? Sie zum Beispiel, Kropp, was hält Sie zurück? Und Sie, Müller, wissen Sie nicht, wie notwendig Sie gebraucht werden? Ah, ihr seht auf den Mentor der Klasse. Sie sind der Wortführer hier, Paul Bäumer. Haben Sie schon für sich die Entscheidung getroffen? Ich gehe. Ich gehe auch. Ich will auch mit. Ich will auch. Ich ebenfalls. Dann bin ich natürlich auch dabei. Auf nach Hause! Du musst doch beben. Lass uns doch zusammenbleiben. Die ganze Klasse geschlossen. Ja, beben, du, beben, musst, du musst doch mit Hause bleiben. Na gut. Na gut. Ich gehe auch. Das muss also beben. Jetzt geht's los!